Hi, Andrzej hier für tabletblog.de. Ich bin gerade bei Huawei auf der IFA 2015 in Berlin und wir haben hier das neue Huawei MediaPad M2, das jetzt für 279 Euro in Deutschland verfügbar ist. Das ist der Preis für die WLAN-Version mit 2 GB RAM und 16 GB internen Speicher. Es wird auch ein Modell mit 3 GB und 32 GB Speicher geben. Das ist die Premium-Version, die es dann in Gold gibt. Die ist noch nicht verfügbar. Das MediaPad M2 wird aber auch mit LTE angeboten und ich meine hier, das ist auch die LTE-Version, das werden wir gleich sehen. Wir haben hier die komplette Verpackung mit dem Tablet und deswegen können wir gleich ein Unboxing-Video drehen und fangen wir doch mal an. Erstmal, das ist die Verpackung, ist in schwarz gehalten, ähnlich wie bei den anderen aktuellen Geräten von Huawei. Und nehmen wir es doch mal aus der Verpackung. Da haben wir hier das Tablet mit dem Plastik, das schon ab ist. Das legen wir mal kurz zur Seite, damit wir uns anschauen können, was sich noch hier in der Verpackung verbirgt. Das ist nicht allzu viel. Wir haben hier ein ganz normales USB 2.0 zu Micro-USB-Kabel. Dann, das dürfte ein SIM-Karten-Dummy sein. Dann haben wir hier natürlich das Netzteil. Und das war es auch schon. Ich bin mir sicher, dass da auch noch eine Garantiebescheinigung und sowas drin ist, eine Schnellanleitung. Aber die haben wir jetzt hier gerade nicht dabei auf der Messe. Dann schauen wir uns das Tablet mal selbst an. Das ist ein 8 Zoll großes Tablet, ähnelt so ein bisschen dem Huawei MediaPad X2, das noch immer nicht verfügbar ist und auf dem Mobile World Congress vorgestellt wurde. Also schauen wir uns das Tablet mal ein bisschen an. Wir können es auch schon einschalten. Da haben wir es. Ich schaue mal, dass die Displayhelligkeit auf Maximum ist, denn wir sind hier draußen, wo es recht hell ist. Ihr seht auch, das spiegelt dadurch. Also wir haben hier ein 8 Zoll großes Display, das hat eine Full HD Auflösung mit 1920 x 1200 Pixeln, ist also schön hochauflösend. Hier drin steckt dann ein Kirin 930 Prozessor, der wird von Huawei selbst hergestellt, ist nicht ganz so schnell wie der 935, der beispielsweise im Huawei Mate S steckt, aber dürfte dennoch eine ordentliche Performance liefern. Wie gesagt, dann gibt es hier Optionen mit 2 GB und 3 GB RAM und 16 GB und 32 GB internen Speicher. Je mehr ihr da drin haben wollt, desto teurer wird es natürlich, aber wie gesagt, der Preis startet bei 279 Euro. Damit ist es also ein ziemlich günstiges Tablet. Gehen wir mal weiter drumherum. Wir haben hier oben eine Frontkamera. Ich meine, die löst mit 2 Megapixeln auf. Dann weiter nichts. Die Rahmen hier oben und unten, die ähneln so ein bisschen dem Huawei Asset Mate 7, das letztes Jahr vorgestellt wurde, ein Smartphone. Das hatte genauso hier oben und unten diese weißen Rahmen. Wenn wir dann nach unten schauen, haben wir hier einen Lautsprecher und ein Mikrofon. An dieser Seite haben wir dann ein Micro-SD-Kartenslot und auch den SIM-Kartenslot, wenn ihr denn die LTE-Variante bekommt. Eine Lautstärkewippe befindet sich hier und ein Power-Button. Oben haben wir dann den Micro-USB-Anschluss, noch ein Lautsprecher und ein Headset-Port. Auf dieser Seite befindet sich nichts und auf der Rückseite haben wir, ich meine, eine 5-Megapixel-Kamera mit einem LED-Blitz. Wir sehen hier auch das Huawei-Logo noch und die Rückseite hier besteht aus Aluminium, das fühlt sich recht wertig an. Allerdings ist der Rahmen drumherum aus Kunststoff. Dennoch ist es ziemlich gut verarbeitet. Ich würde sagen, deutlich besser als das Huawei MediaPad T1 8.0 Pro, das ich vor ein paar Monaten bereits getestet habe. Könnt ihr mal im YouTube-Kanal und auf tabletblog.de nachschauen. Also die Verarbeitung ist, wenn ich es so richtig in Erinnerung habe, hier ein bisschen besser. Es fühlt sich doch recht wertig an, obwohl hier, wie gesagt, der Rahmen ist aus Kunststoff, die Rückseite aus Aluminium. Hier drauf läuft jetzt Android Lollipop und da gehen wir mal in die Einstellung, um zu überprüfen, welche Version davon vorinstalliert ist. Das ist Android 5.1.1 Lollipop, also die neueste Version, also eine sehr aktuelle Version von Android, natürlich noch kein Marshmallow. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen im Video sehen. Es ist, wie gesagt, ich bin hier draußen und es ist ziemlich hell. Hier drauf läuft ja Lollipop und da drauf ist dann die Emotion UI, die Huawei auf all ihre Geräte packt. Das ist eine, wie ich finde, auch ganz nette Oberfläche. Das Design ist allerdings stark angepasst. So gibt es kein App-Menü, sondern alle Apps, die ihr aus dem Play Store installiert oder die hier bereits drauf sind, landen dann auf dem Homescreen. Und wenn ihr den nicht so voll haben wollt, müsst ihr den eben in Ordnern, in Ordnern sortieren. Wir haben hier jetzt keinen Fingerabdruckleser und ich habe eben auch versucht, ob man das mit so einem Double Tap entsperren kann. Geht leider nicht. Da wurde also gespart. Das kann die X-Serie in der Regel, aber das MediaPad M2
Scheinbar nicht. Es gibt hier noch einige interessante Software-Features, beispielsweise das Multitasking. Wenn ihr lange auf diesen Multitasking-Button drückt, könnt ihr zwei Apps nebeneinander laufen lassen. Also könnt ihr beispielsweise ein Video schauen, während ihr im Internet im Browser surft. Man kann hier nicht alle Apps mit reintun, also YouTube beispielsweise funktioniert bei diesem Multitasking nicht. Was zum Beispiel bei Samsung geht, die haben ja auch dieses Multitasking, LG mittlerweile auch, also recht viele Firmen unterstützen das mittlerweile. Alle Windows 10 Tablets natürlich auch. Gut, das war's auch schon. Viel mehr gibt's hier nicht zu zeigen. Natürlich könnt ihr verschiedene Designs wählen, das kennen wir von der Emotion UI bereits. Ihr könnt dann auch aus dem Internet herunterladen. Und ja, ist doch ein ganz nettes Tablet, würde ich sagen, für den Preis. Auf jeden Fall eine äußerst interessante Alternative zum Samsung Galaxy Tab A, das deutlich schwächere Hardware hat, vor allem ein deutlich niedriger auflösendes Display und kostet 240 Euro. Das hier sind 279 Euro. Ja, da würde ich doch dann das MediaPad M2 hier bevorzugen. Ich hoffe, dass ich dann auch demnächst einen richtigen Test nachliefern kann. Wie gesagt, das ist jetzt ein schnelles Unboxing-Video und ein Hands-on-Video mit dem Huawei MediaPad M2. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir in die Kommentare und abonniert diesen YouTube-Kanal für weitere Videos von Huawei, aber auch vom Rest der IFA hier in Berlin. Vielen Dank fürs Zusehen.